Willkommen zurück auf meinem Kanal und heute sind wir in Genf zum Champions League Qualifikationsspiel zwischen Servette gegen Glasgow Rangers. Wie ihr schon bemerkt habt, heute wird nicht Schweizerdeutsch, auch nicht Englisch, sondern Hochdeutsch geredet. Pour mes frères de Genève. Denn heute halten wir zusammen, egal ob man für FC Zürich, GC, St. Gallen, Berner Young Boys ist. Heute hält die ganze Schweiz zusammen, denn wir wollen in die Champions League kommen. Servette soll in die Champions League kommen und zusammen können wir das schaffen. Wenn ihr euch fragt, warum sie in die Qualifikation müssen, in der Schweiz ist es so, dass die Liga kleiner ist und europäisch nicht so einen Wert hat. Das heißt, der Meister und zweite Platz muss in eine Qualifikation. Letztes Jahr haben wir sogar fast einen Platz verloren, aber Basel ging ins Conference League Halbfinal und hat uns diesen Qualifikationsplatz noch gesaved. Aber sonst hätten wir einen verloren und es ist jetzt so, dass der zweite Platz aus unserer Schweizer Liga, glaube ich, 3 oder 4 Qualifikationsspiele machen muss und der Meister nur ein Finalspiel. Anpfiff zum Spiel ist in 15 Minuten. Für mich das zweite Mal beim Stade Genève. Das erste Mal war ich beim Nations League Spiel Spanien-Schweiz, als wir verloren haben gegen Spanien. Und jetzt hoffe ich, dass Servette das Spiel für sich entscheiden kann und in die Champions League einziehen kann. Wobei, stimmen tut es nicht, weil sie müssen ja noch nach diesem gegen PSV Eindhoven spielen. Und das wird sehr wahrscheinlich eine Champions League-Aufgabe, eine Meisteraufgabe, die ich ihnen eher weniger zutraue. Aber hoffen wir das Beste. Ich predikte ein 2:1 oder ein Sieg 1:0. Es kann auch sein, dass Rangers, weil sie 2:1 in Führung sind, dreckig 0:0 machen und das über die Zeit bringen. Und wir sind drin im Stade Genève. Eins der schönsten Stadien der Schweiz, jetzt dem Berner Young Boys Stadion von Wankdorf. Im St. Jakobspark von Basel. Stadion sollte heute ausverkauft sein. Die Servette-Kurve macht richtig Stimmung. Neben uns sind direkt die Auswärtsfans und übertönen alles. Servette on fire. Sieht auch so aus, als hätten wir eine gemeinsame Choreo für alle Fans. Ganz rührende Szene. Servette singt ihre Hymne. Also ich nehme es mal an. Und es wird richtig, richtig lärm gemacht. Die Fans sind da. Alles ist da, um dieses Spiel für sich zu entscheiden. Hier die Glasgow Rangers Fans mit einer kleinen Choreo und Flagge vom Verein. Und das ganze Servette Stadion mit dieser wunderbaren Choreo. Einfach nur zum Genießen. Servette FC. Was eine Stimmung. Die Servette Fans zünden. Und ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist so eine krasse Stimmung. Überzeugt euch selbst und hört mit. Und die Mannschaften kommen rein. Spiel wird bald angepfiffen. Jetzt geht es um alles. Jetzt stehen alle auf dem Platz. 11 gegen 11. Champions League Qualifikation. 23-24. Alle Chores werden runtergeschmissen. Spiel wird in wenigen Sekunden angepfiffen. Beide Kurven geben Vollgas. Und Spiel ist angepfiffen. Rangers gewinnt das Spiel. Das ist doch einfach nur ein Genuss für jedes Fußballerherz. Und weg, weg. Oh oh. Rangers, erster Eckball. Sie werden direkt ausgepfiffen. Ich verstehe mein eigenes Wort fast nicht mehr.
vorerst recht. Servet muss wirklich aufpassen. Ganz kritisch. Oh, oh, no. Gut, gut, gut. Konter, Konter. Und es geht direkt laut. Foul, foul, foul. Nein, Ball ins Nichts. Wobei. Boah, stark rausgespielt. Das ist die Klasse von Rangers. Und Ball ganz stark zurückerobert. Ah, und dann so ein Pass. Ganz stark. Und das Stadion wird mit bei jedem Zweikampf. Kann man den nicht machen, das muss das 1:0 sein. Diese Kurve, so den Sieg, es ist einfach nur schön. Was soll ich sagen? Und jetzt springen alle. Es ist einfach nur Gänsehautstimmung. Mach Druck, meine Herren. Ganz guter Start. Bis jetzt ist der Start sehr gut gelungen. Elfmeter oder Freistoß? Ich hoffe Freistoß, bitte Freistoß. Das war ganz knapp, ganz dumm und knapp. Erste gefährliche Freistoßposition und Rangers hat James Tavernier, der Standards definitiv kann. Jetzt aufpassen. Und in die Mauer. Und weg, weg. Was will man mehr als so eine Stimmung? Dann kann man nur gewinnen. Man ist ein Mann mehr. Und Eckball. Erster Eckball für Servet. Und ich verstehe mein eigenes Wort wieder fast nicht. Alle stehen auf bei einem einfachen Eckball. Das ganze Stadion steht. Und? Ah, nicht so gut. Stark wegverteilen, ganz stark, Zusammenhalt, jeder geht für jeden. Oh, er probiert es direkt. Oh! Kann man den nicht machen? Wow! 1:0! Servet und ich hab Gänsehaut! Es ist eine geile Stimmung! Servet gleicht aus und Wales somit in der Verlängerung! Was ein Tor! Einfach nur genießen! Spiel ist wieder angepfiffen. Servet 1:0 mit einem absoluten Traumtor. Und die Kurve zündet noch mehr. Oh, hat ihn sicher. Auf Tavernier muss man aufpassen. Der ist super im Standard in den Flanken. Diese Bilder muss man einfach genießen. Super.
wieder laut. Es steht wieder das ganze Stadion. Es ist unglaublich. Also dieses Spiel wird im Fanranking garantiert schon jetzt auf Platz 1 sein. Bitte jetzt eine bessere Ecke. Oh, oh, schon wieder auf die Kurze. Super! Komm! 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 Oh! Jack Butland hat sie wieder. Die dritte Großchance und Eckball für Serbe. Eckball! Oh nein! Und noch ein Eckball, noch ein Eckball, noch ein Eckball! Ey, aber die Eckbälle kommen so schlecht. Ja, komm! Weltklasse verteidigt! Fans beschweren sich mit einem Schlag ins Gesicht, aber das ist einfach Weltklasse. Noch eine Minute Nachspielzeit. Und dann geht es in die erste Halbzeit. Noch einmal vor der Halbzeit. Hey! Und der falsche Halbzeiter. Erste Halbzeit, Serbet 1-0 und somit stehen sie zurzeit in der Verlängerung. Erste Halbzeit ist zu Ende und was soll ich sagen, die wohl beste Stimmung, die ich in der Schweiz bis jetzt erlebt habe. Also wirklich, Fans bis jetzt eine 9,5 oder eine 9 von 10. Es ist einfach nur geil, wie sie bei jedem Zweikampf mitgehen, mitfeiern. Egal ob Eckball, egal ob gewonnener Zweikampf, egal ob Kopfball. Bei jeder Situation gehen sie mit. Das 1:0 müssen wir nicht drüber reden. Traumtor. Also besser, wie schon vorher gesagt, kann man den nicht machen. Wirklich Hut ab an den Servet-Flügel für dieses Tor. Servet hat zwar über die Seiten Schwierigkeiten, Rangers zu verteidigen, vor allem mit James Tavernier. Sie müssen aufpassen, weil in der zweiten Halbzeit werden die mehr kommen. Ich denke immer noch wie vorher, Servet gewinnt 1:0 oder 2:1. Natürlich jetzt das dreckige Unentschieden mit dem 1:1 kann auch fallen. Aber Servet, denke ich, kommt ins Elfmeterschießen und dort haben sie dann den Vorteil mit den Heimfans. Die Mannschaft ist wieder am Reinkommen. Zweite Halbzeit wird in wenigen Minuten angepfiffen. Zweite Halbzeit ist angepfiffen. Servet von links nach rechts. Und Rangers kommt wieder über Tavernier, über die Seite. Komm. Bleib. Oh, so ein unnötiger Ballverlust. Super Ball auf die Außenbahn, super durchgesetzt und was eine Glätsche. Super Tackling. Ja! Und Abschluss Serbe. Aufpassen. Oh, ganz sicher, Helfer Rangers. Aber Serbe muss aufpassen. Oh, gefährliche Variante. Schon wieder der 13er. Oh, über außen. Aufpassen. Aufpassen in der Mitte. Oh, no. Ich sag doch aufpassen. Rangers 1:1. Die Auswärtsfans rasten aus. James Tavernier mit dem Kopfball. Spiel ist wieder angepfiffen. Rangers 1:1 und es war mehr als deutlich zu vermeiden, dieses Tor. Und jetzt gehen die Rangers-Fans richtig ab und zünden sogar wieder Pyros. Ja, man hört es, also das ist erstaunlich. Mit diesen Rangers-Fans Gas geben. Freistoß für Serbien. Und sie sind nicht mehr zu halten. Oh, auf den Torwart, gute Chance. Genau in solchen Momenten ist es extrem wichtig, hinter der Mannschaft zu stehen und so eine Fanbase zu haben. Wichtig, oh, wichtig, bleib dran. Ja. Und Eckballserve, ganz stark rausgeholt. Was ist das für eine? Es ist unglaublich. Er hat noch keinen einzigen Eckball gut gebracht. Auf
aufpassen, bitte. Ja, richtig. Gute Seitenverlagerung und dann so eine. Sie müssen sich wieder konzentrieren. Es fehlt einfach die Konzentration in der zweiten Hälfte. Und darum ist auch das 1:1 gefallen. Oh oh. Wirklich nichts ein außer ein Standardtor. Servic braucht jetzt das Glück. Zu langsam. So stark verteidigt von Tavernier. Komm. Die setzen sie an. Ja, man merkt es einfach. Jetzt merkt man den krassen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften und genau diesen zwei Zweikämpfen. Guter Ball! Nein! Oh oh! Oh oh! Uiuiui! Wieder über die Seiten! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das zweite Tor von Rangers fällt, wenn sie so leicht über die Seiten kommen können. Schlussviertelstunde ist angebrochen und Servet hatte bis jetzt, glaube ich, noch keine richtige Torchance. Oh! Nein! In die Mitte! Oh oh! Oh mein Gott! Innenpfosten! Das wäre der Knockout gewesen. Ganz viel Glück und jetzt muss man das Glück nutzen. Es ist unglaublich, wie man merkt, dass Servet fast keine Luft mehr hat und es bei Rangers so vorkommt, als könnten die noch eine ganze Verlängerung spielen. Ganz gefährlich. Noch knapp 10 Minuten mit Nachspielzeit und die Rangers-Fans sind nicht mehr aufzuhalten. Die sind sich schon siegessicher. Rangers hat genug Zeit, aber komm! Bitte! Nein! Die letzte reguläre Minute bricht an und Rangers hat Abstoß. Ganzes Stadion steht! Letzte Minute ist vorbei! Und alle animieren nochmal! Oh! Oh! Nein! Noch ein Eckball! Come on! 7 Minuten Nachspielzeit! Oh! Nein! Und Butland bleibt liegen! Er hat Zeit! Oh oh! Warte, warte! Nein, nein, nein! Nein! Oh, wichtig! Komm! So ein schlechter Ball. Sorry, aber mit so Bällen kann man auch nicht gewinnen. Die Rangers nehmen es ganz locker, spielen rum und Servet hat fast keine Energie mehr. Richtig so! Ja! Aber dann wieder so ein Ball. Oh! Oh! Nein! Noch etwa 3 Minuten und Servet kommt wieder ins Spiel wie in der ersten Hälfte. Ist es zu spät? Ich denke schon. Er wird zwar ausgepfiffen, aber das muss man ihm lassen. Cantwell, einer der Besten auf dem Platz. Ja, und sie haben Zeit. Sie haben immer kein Foul, kein Foul. Nein! So eine Scheiße! Und er liegt wieder ab. Es ist so, ich kann nichts dazu sagen. Die Partie ist abgepfiffen. Servet ist gebrochen. Die Glasgow Rangers ziehen in die letzte Runde der Champions League Qualifikation ein und treffen zu 99% auf TSV Eindhoven. Und egal, ob die Mannschaft verliert oder nicht, diese Kurve ist bis jetzt die Beste in der Schweiz, mit Abstand die Beste. Die Mannschaft kommt nochmal und wird vom ganzen Stadion applaudiert. Sie haben gekämpft, sie haben alles gegeben. Die erste Halbzeit waren sie besser. Sie mussten mehr Tore machen, aber haben es ganz besonders nicht geschafft. Und direkt nebenan,
die Rangers, sei ihnen Auswärtsfans. Das muss man ihnen lassen, eine krasse Fankultur. Die beste Sportart der Welt, mit Abstand, ungreifbar, nicht mal annähernd kommt eine Sportart am Fußball ran. Einfach nur hinhören und genießen. Nach einer Niederlage. Spiel ist abgepfiffen, 1:1. Leider, wie ich es in der Halbzeit gesagt habe, durch ein Tor über die Seite. Und dann macht genau James Tavernier das Tor. Und das Traurige ist, man konnte es vermeiden. Es war nicht ein Tor, das Weltklasse war, zum Spiel selber. In der ersten Halbzeit hat Servet dominiert, meiner Meinung nach, für dieses Spiel. Sie konnten etwa 3 Tore machen und haben nur 1 gemacht. Und was passiert dann? Sie kassieren 1, weil sie nicht konzentriert sind. Und dieses nicht konzentriert war leider nicht nur in den ersten 10 Minuten, sondern fast die ganze zweite Hälfte. Sie haben nichts nach vorne hingebracht. Sie haben keine Chancen kreiert. Erst ab der 85. circa. Und daher haben sie das Spiel auch nicht gewinnen können. Schade für den Schweizer Fußball, weil jetzt sind nur noch die Berner Young Boys in der Champions League Quali. Aber die sind ja direkt im Finale, weil sie Meister geworden sind gegen Maccabi Haifa. Deutlich machbare Aufgabe als Rangers. Also drücken wir IB die Daumen und hoffen, dass wenigstens eine Schweizer Mannschaft in der Champions League vertreten ist. Es wurde so in der 70. wurde es bemerkbar, dass Rangers eine Klasse oder sogar 2,5 Klassen ober Servet ist. Energietechnisch, spielerisch, man hat es einfach bemerkt. Also Servet hatte keine Luft mehr. Und Rangers waren am Rumspielen, konnten den Ball halten, die Zeit von der Uhr nehmen und waren einfach routiniert im Gegensatz zu Servet. Kann man ihnen aber auch nicht übel nehmen. Ich meine, schließlich geht es um den größten Wettbewerb der Welt nach der WM, die Champions League. Sehr positiv, auch wenn Servet verloren hat, waren die Fans wirklich Hut ab. Wortwörtlich, das waren Fans. Denen gebe ich eine 9,5 oder eine 9 von 10. Nahe an perfekt. Nur Kroatien gegen Spanien hat Kroatien bessere Fans gehabt. Könnt ihr auch vorbeischauen, habe ich einen Vlog gemacht, Nations League Final. Aber Servet-Fans und auch Ranger-Fans haben wirklich eine geile Stimmung gemacht. Das Schade daran ist, dass am letzten Samstag, glaube ich, etwa 6.500 Zuschauer im Stadion waren. Und jetzt, wo es um einen wichtigen Wettbewerb geht, ist es ausverkauft oder 26.000 waren da. Das ist einfach schade, weil der Support soll immer da sein. Und was ich voll vergessen habe, eine kleine Roomtour. Okay, Lakmanjak. Hier sind wir stehen geblieben, Schrank, Standard. Dann hier ein Bett, gute Größe. Zimmer ist nicht so teuer. Pro Nacht kostet es, glaube ich, 110 Franken, was für die Schweiz extrem gut ist. Der Eingangsbereich, Standard, so wie er sein soll, mit einem Tresor. Dann hier ein kleines Bad. Und hier wird nachher gezaubert. 110 Franken pro Nacht geht vollkommen okay in der Schweiz. Was heißt vollkommen okay? Ist er sogar ein Top-Preis. In Genf, zentral, direkt am Bahnhof, mit so einem Ausblick auf eine Kirche. Also wirklich, mehr kann man nicht für dieses Geld verlangen. Wenn ihr mehr Lust habt auf größere Spiele wie heute, ein Champions League Quali-Spiel, vielleicht mal ein Champions League Endspiel, Gruppenphasenspiel, Europa League Spiel oder sei es irgendein Spiel, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst ein Like, Comment und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Yeah.